Ich kann euch nur empfehlen, der Sportart beizutreten, selbst wenn ihr da keine kanadischen Freunde findet, einfach weil so viele Internationals sind. Es ist auf jeden Fall die Erfahrung wert und auch einfach Spaß. Hi, mein Name ist Annika und ich bin 16 Jahre alt. Ich verbringe 10 Monate in Kanada, in Nanaimo auf Vancouver Island. Und ich gehe auf die Dover Bay High School. Und das ist eine relativ große Schule. Und heute erzähle ich euch einfach mal was über die Sportarten, welche Sportartmöglichkeiten wir auf unserer Schule haben. Als Anfang, unsere Sportarten sind in 3 Seasons unterteilt. Und in jeder Season gibt es verschiedene Sportarten. Und zwar gibt es die Fall Season, die Winter Season und die Spring Season. Fangen wir einfach mal mit der Fall Season an. Und zwar in der Fall Season gibt es Volleyball für beide Geschlechter. Dann gibt es Soccer, aber das ist nur für die Jungs. Und Field Hockey, das ist nur für die Mädchen in diesem Fall. Swimming für beide und Cross Country auch für beide. Also ich persönlich bin im Cross Country Team und warum ich mich für Cross Country entschieden habe, ist, weil es eigentlich auch so die einzige wirkliche Möglichkeit war, weil es macht auch super Spaß. So Volleyball war halt schon von Anfang an voll und bei Field Hockey waren 8 Klässler nur drin. Aber ich hätte mich, glaube ich, auch so für Cross Country entschieden. Teil der Grund war halt auch einfach, weil man so auch freien Schuhmerch bekommt, aber man bekommt dann einfach Sportmerch so. Also ich habe unter anderem hier dieses T-Shirt bekommen. Also Dover Bay ist halt unser Schuhname und der Delfin ist unser Schulmaskottchen. Und dann hätten wir hier auch noch diesen anderen Pulli, den wir halt auch bekommen haben. Und sonst habe ich es halt auch einfach gemacht, um so die Erfahrung zu haben von so Schulsport offensichtlich. Und halt auch, weil wir zu unseren Trips mit Game-Schulbussen gefahren sind. Und weil ich halt einfach zur Schule laufe, fahre ich halt nie mit diesen Schulbussen. Und das war halt einfach auch eine gute Gelegenheit, mit so Schulbussen fahren zu können. Mal, falls ihr es nicht wisst, Cross-Country ist basically nur Joggen. Das heißt Long Distance, aber es sind 5 Kilometer für die Senior Boys and Girls. Also 11. und 12. Und für die Jüngeren, also 8. und 9. 10. sind das 4 Kilometer. Und wir hatten da jetzt 2 Rennen, also die Jungs haben auch noch 3, weil die haben sich weiter qualifiziert als wir. Also das ist auch nicht nur auf gerade Strecke joggen, sondern mit Bergen und teilweise auch, also unser letztes Rennen, wir hatten 2 als erste Rennen. Das war echt hart, weil das halt extrem hügelig, also da war, wir müssen 2 Laps rennen und da war so ein richtig steiler Berg, also der war sehr steil und die mussten wir 2 Mal rennen. Und bei unserem anderen Rennen hat es halt davor geregnet und es war demnach, weil es halt durch so Wald geht, war es extrem schlammig und ein Mädchen, also lieber nicht aus meinem Team, aber ein Mädchen hat halt auch ihren Schuh verloren, weil der im Schlamm stecken geblieben ist. In dem Cross-Country-Team sind bei den Senior-Mädchen eigentlich nur Internationals drin, was jetzt nicht schlimm ist. Die verstehe ich mich eigentlich auch super gut und wir hatten 2 Rennen insgesamt und wir kriegen auch noch Trikots, aber die haben wir noch nicht, also die bekommen wir jetzt halt am Montag, unser nächstes Practice ist. Und sonst jetzt noch was zu den anderen Seasons. Also nachdem Fall Season war, kommt offensichtlich Winter Season. Und da haben wir dann Basketball und Boxen. Und dann haben wir die Spring, ist die nächste größere Season, sag ich mal. Da haben wir Soccer für die Mädchen und Track and Field für beide. Und dann haben wir auch noch Badminton. Ich kann euch nur empfehlen, der Sportart beizutreten, selbst wenn ihr da keine kanadischen Freunde findet, einfach weil so viele Internationals sind. Es ist auf jeden Fall die Erfahrung wert und auch einfach Spaß, weil die Trips, die wir mal gemacht haben, waren super lustig. Halt einfach mit dem Bus zu fahren, haben wir Musik gespielt und haben Lieder gesungen. Und auf dem Rückweg von so einem anderen Trip sind wir bei McDonald's angehalten. Unsere Trainer sind auch super lieb und ganz entspannt und die hatten auch gar kein Problem damit, dass wir im Bus relativ laut Musik gespielt hatten. Also die fanden das auch super lustig. Also es ist auf jeden Fall die Erfahrung wert. Genau, ihr seid, wenn ihr nicht gut seid. Also niemand ist da, weil wirklich Hardcore-Training, also niemand aus den Senior Girls. Und wenn man nicht, also die Trainer sind auch super lieb und die sind auch nicht irgendwie streng oder so. Also man muss sich da jetzt keinen Stress machen, wenn man jetzt denkt, oh nein, man ist so schlecht, das ist komplett egal. Weil man ist ja, also man soll es jetzt auch einfach wegen dem Spaß machen und nicht, weil man sich da irgendwie stressen möchte. Also das heißt nicht, wenn man gerne viel machen möchte, dann kann man auch gerne alles geben. Aber wenn man halt einfach nur Spaß machen haben möchte, dann kann man auch das machen. Falls ihr ein Auslandsjahr auf Wald macht, dann joint definitiv einer Sportart.